Wir beginnen mit der Zubereitung des Biskuitteigs. Dafür trennt ihr erstmal das Eigelb vom Eiweiß und das Eiweiß schlagt ihr mit einer Prise Salz zu steifem Schnee. Sobald das Eiweiß eine feste Konsistenz angenommen hat, lasst ihr auch den Zucker langsam einrieseln. In den festen Eischnee gebt ihr dann das Eigelb und rührt am besten mit einem Schneebesen um. Achtet darauf, dass ihr beim Schlagen nicht zu grob vorgeht, damit das Volumen noch erhalten bleibt. Dann vermischt ihr das Mehl mit einer halben Packung Backpulver, das sind ungefähr 8 Gramm. Diese Mischung siebt ihr dann portionsweise über die Eischneemasse und rührt sie vorsichtig unter. Ich gebe den Teig immer in eine Form dieser Größe, ihr könnt auch eine etwas kleinere oder größere verwenden. Je nachdem wie groß sie ist, wird dann euer Biskuit später etwas dicker oder dünner. Legt die Form mit Backpapier aus und füllt den Teig hinein. Achtet darauf, dass ihr den Teig schön glatt streicht, damit er später nach dem Backen auch ebenmäßig ist. Während das Biskuit im Ofen ist, kümmert ihr euch schon mal um den Guss. Dafür braucht ihr unter anderem gezuckerte Kondensmilch und weil die nicht überall erhältlich ist, zeige ich euch jetzt, wie man sie ganz einfach selbst zubereitet. Von der gesamten Milchmenge entnehmt ihr 6 Esslöffel und vermischt diese mit dem Backpulver und der Speisestärke. Die restliche Milch vermischt ihr mit dem Zucker und kocht sie auf. Wenn die Milch aufgekocht ist, schaltet die Hitze etwas herunter auf Stufe 4 bis 5 und köchelt sie ungefähr 5 bis 8 Minuten. Dann fügt ihr langsam die Milch-Speisestärke-Backpulver-Mischung hinzu. Die Milch schäumt jetzt ein wenig und wird gleich etwas dickflüssiger und gelblicher. Kocht sie noch etwa 5 Minuten auf niedriger Hitze, also auf Stufe 2 bis 3 und schon ist sie fertig. Wenn ihr wollt, dass eure Milch etwas dickflüssiger ist, so wie die gekaufte, dann könnt ihr sie natürlich noch ein paar Minuten köcheln. Ich hab's ganz gern, wenn sie etwas flüssiger ist. Weil man Klümpchen nicht immer vermeiden kann, gebe ich die Milch immer durch ein Sieb und lasse sie dann in sauberen Gläsern auskühlen. Gut verschraubt hält sich die Kondensmilch etwa eine Woche im Kühlschrank. Das heißt, ihr könnt die Kondensmilch schon einige Tage vor der Zubereitung des Kuchens vorbereiten. Für den Milchguss vermischt ihr einfach alle 3 Sorten Milch, also die klassische, die Kondensmilch und die Sahne. Falls ihr gekaufte Kondensmilch verwendet, gibt es hier ein paar Unterschiede bei der Verpackung. In manchen sind 300 ml drin, in anderen 400. Wichtig ist, dass die Gesamtmenge an Milch, also für den Milchguss, 1500 ml beträgt. Das heißt, das, was euch an Kondensmilch fehlt, könnt ihr dann durch normale Milch oder durch Sahne ersetzen. Jetzt kümmern wir uns um die Herstellung der obersten Schicht der Karamellcreme. Gebt den Zucker und das Wasser in einen Topf und erhitzt diese auf mittlerer Stufe auf Stufe 6 bis 7 von 9. Was jetzt folgt, sind die einzelnen Phasen, die der Zucker durchläuft, bis er karamellisiert. Wenn der Zucker so aussieht, nehmt ihn kurz vom Herd und rührt die Butter ein. Das schäumt ein wenig, aber das passt so. Stellt den Topf wieder zurück auf den Herd und rührt die warme Sahne ein. Ihr könnt sie in der Mikrowelle erwärmen oder auch am Herd. Wichtig ist, dass sie nicht kalt ist. An dieser Stelle fügt ihr noch die Prise Salz hinzu. Ich habe das leider vergessen aufzunehmen. Köchelt das Ganze auf mittlerer Hitze, Stufe 4 bis 5, bis das Ganze ein wenig dickflüssiger geworden ist. In der Zwischenzeit ist das Biskuit fertig gebacken, nehmt einfach das Backpapier sofort nach dem Backen herunter und gebt den Biskuitteig folgendermaßen in die Form zurück.
Die Unterseite sollte jetzt nach oben blicken, damit der Milchguss später auch gut aufgenommen wird. Die fertige Karamellcreme füllt ihr am besten in eine Schüssel um und bedeckt sie erstmal mit etwas Frischhaltefolie. Sie sollte so lange auskühlen, bis sie lauwarm ist und auch etwas dickflüssiger. Weil es zwei Möglichkeiten des Überzugs gibt und ich euch beide präsentieren möchte, teile ich das Biskuit in der Mitte auf. Stecht das Biskuit mit einer Gabel an mehreren Stellen ein, auch an den Rändern. Darüber verteilt ihr dann den kompletten Milchguss, bis das Biskuit richtig im Guss schwimmt. Lasst das Biskuit eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur stehen, bis es den Milchguss gut aufgesogen hat. Wenn die Karamellcreme etwas dickflüssiger und damit auch streichfähiger geworden ist, könnt ihr den Kuchen damit bepinseln. Die restliche Karamellcreme füllt ihr am besten in ein Schraubglas um und lagert dieses im Kühlschrank. Die Creme hält sich ungefähr bis zu einem Monat im Kühlschrank und kann immer wieder für Eis oder Desserts verwendet werden. Wenn ihr sie dann braucht, könnt ihr sie kurz in der Mikrowelle erwärmen oder bei schwacher Hitze in einem kleinen Topf. Die zweite Hälfte bestreiche ich einfach mit geschlagener Sahne und dekoriere diese mit ein paar Früchten. Ich habe ja die Karamellvariante ganz gern, mein Mann eher die mit der Sahne. Ihr müsst einfach selber schauen, was euch lieber ist. Es sind beide geschmacklich echt super. Gebt den Kuchen unbedingt für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank, denn je kühler er ist, umso besser schmeckt er. Dieser Kuchen ist nicht umsonst eine traditionelle Süßspeise in sehr vielen Ländern. Darunter zum Beispiel Albanien, Kosovo, Mexiko, Kolumbien und Venezuela. Wenn ihr grundsätzlich auf saftige Kuchen steht, dann probiert diesen aus. Ich bin sicher, er wird euch schmecken.